herzlich willkommen in der Keys & Recording Abteilung Soundland. Maschine Studio ist das brandaktuelle Flaggschiff unter den Groove Production System. Wir haben mit Steve Baltes von Native Instruments einen Soundland Workshop veranstaltet. Lasst euch von ihm die neue Maschine Studio zeigen. Viel Spaß! Maschine Studio ist einfach jetzt das, ich nenne es mal Top-of-the-Line-Produkt, halt für den Studiobereich, und da gibt es einige entscheidende Änderungen halt, ein paar Fakten, die sich da geändert haben. Ihr seht hier zwei riesige Farb-LCD-Displays, das ist ein ganz entscheidender Schritt nach vorne. Da profitieren alle Menüs in der Maschine-Software von. Dann gibt es noch eine ganz entscheidende Neuerung. Bei der alten Maschine war es immer so, dass ihr hier unter den Pads jeweils noch Funktionen hattet, die dann nur über Shift zu erreichen waren. Das konnte manchmal ein bisschen den Workflow bremsen, weil man da immer drauf schauen musste, wo was ist. Das ist die Edit Section. Hier seht ihr ein interaktives Jogwheel, das heißt, da kann man dran drehen, aber auch drauf drücken. Jetzt seht ihr hier oben alle eure Gruppen mit den entsprechenden Leveln. Ich lasse hier gerade mal was laufen, damit ihr seht, was da passiert. Das habe ich gerade bei dem Stück dazu benutzt, halt, um einzelne Gruppen und Parts ein- und auszufaden. Das heißt, ihr seht hier oben eure 8 Gruppen und könnt hier über die Regler unten drunter entsprechend die Levels fahren. Wenn ihr hier auf diese Mix-Section schaltet, passiert Folgendes. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr das hier unten in der Edit-Section, was passiert. Das heißt, die fängt an zu leuchten und zeigt mir hier oben an, wo ich mich gerade befinde, beziehungsweise was ich gerade mache. Unten drunter gibt es noch zwei Cursor-Buttons. Damit kann ich das Ganze von Lautstärke auf Panning umstellen. Vielleicht fällt es auch auf, das Teil lädt wirklich sauschnell, weil auch der komplette Programmcode neu geschrieben worden ist. Das heißt, keine einzige Zeile vom alten Programmcode wurde übernommen. Und das hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Maschine 1.8 war für das, was es gemacht hat, eigentlich immer sehr leistungshungrig. Vor allen Dingen, wenn man es, ich habe es unter Ableton Live halt als Plugin benutzt und musste sagen, dass da zum Teil, wenn ich nur Beats damit gemacht habe und ein paar Effekte drauf hatte, die CPU-Auslastung nicht wirklich zeitgemäß war. Und dadurch, dass das Programm komplett neu geschrieben wurde, gibt es eine vernünftige Anpassung jetzt für moderne Multiprozessoren. Jetzt kann ich aber halt auch nicht nur meine Gruppen hier entsprechend mischen, sondern wenn ich mal auf meine erste Gruppe gehe, wo in dem Fall meine Drums liefen, schalte ich gerade mal alle wieder an, dann passiert hier ein bisschen was. Jetzt kann ich natürlich auch in diese Gruppe reingehen und meine Sounds in dem Mixer entsprechend einstellen. Das mache ich, indem ich hier unten die Enter-Taste drücke, unten rechts. Und dann passiert Folgendes. Jetzt seht ihr die Sounds der Gruppe und könnt genauso hier einen Sound anwählen und hier zum Beispiel den Mix für eure Drumgruppe machen. Dann gibt es in puncto Metering noch eine Neuheit. Ihr seht hier auf der rechten Seite auch nochmal einen LED-Meter. Und neben dem LED-Meter gibt es verschiedene Buttons. Es gibt einen Button für Master, einen für Gruppe, einen für Sound und einen für Q. Q ist ebenfalls eine Neuerung, die ich nachher noch mal ein bisschen ausführlicher erkläre. Das ist ein Kanal zum Vorhören. Das ist besonders für die Live-Situation sehr praktisch, weil ich dann eine Gruppe auf einen Kopfhörerausgang routen kann. Die Maschine ist letztendlich ein Controller für die Software, die im Rechner läuft. Und die Maschine selber hat keine Audio-Ein- oder Ausgänge. Das heißt, wenn ich hier von Ein- oder Ausgängen spreche, das wären die entsprechenden Ein- und Ausgänge eurer Soundkarte. Ich verwende hier vorne rechts halt ein Audio-Interface, in dem Fall ein Complete Audio 6 von Native Instruments, was halt ein paar mehr Ein- und Ausgänge hat. Und da hätte ich zum Beispiel zwei Stereo-Ausgänge und hätte so die Möglichkeit zu sagen, ich nehme einen Master-Ausgang über Ausgang 1, 2 und ich nehme einen zweiten Ausgang,
drei, vier zum Vorhören, den ich mir auf den Kopfhörer lege, damit ich in einer Live-Situation, wenn ich eine Loop oder eine Gruppe oder irgendwas einladen möchte, die Möglichkeit habe, halt reinzuhören. Neben dem Mix-Button gibt es eine zweite neue Geschichte, und zwar hat sich beim Arranger einiges getan. Den Begriff Arrangement gab es vorher in der Art und Weise noch nicht. Ich habe jetzt hier ein deutlich besseres Editing für meine Scenes und für meine Patterns. Wenn ich hier mal ein Pattern für eine Bassline auswähle, seht ihr hier, es gibt jetzt einen richtigen Piano Roll Editor. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ihr seht hier, Patternlänge steht auf 2 Takte. Ich kann hier durch mein Pattern navigieren. Ich kann auf einen bestimmten Abschnitt hier rein und raus zoomen und kann nun hier Events anwählen. Hier gibt es einen Button für Events. Ich kann zum Beispiel sagen, alle Noten. Ich schalte mal eben die Bassline Solo und mache ein ganz klein bisschen Sound, damit ihr mitbekommt, was hier passiert. Wenn ich jetzt Note gedrückt halte, seht ihr, was passiert. Ich kann die Noten halt hier in der Tonhöhe verschieben, wie das gleiche Spielchen. Ich halte die gedrückt und ihr seht, jetzt verschiebe ich meine Note hier nach vorne und hinten. Das passiert immer im voreingestellten Grid. Das heißt, es gibt hier unten ein Grid, also ein Raster. Das habe ich jetzt im Moment hier auf 16 Noten stehen. Das heißt, wenn ich hier auf Nudge die Note verschiebe, seht ihr, dass die immer im Raster einrastet. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Snare editieren würde oder ich will, dass der Bass ein bisschen swingt, dann könnte ich auch Shift gedrückt halten und kann die jetzt frei in der Position verschieben. So, jetzt möchte ich was im Step-Modus programmieren. Dazu gehe ich hier auf Step-Modus und ihr seht, jetzt geht hier entsprechend wieder meine Pattern-Anzeige auf und ich setze hier einfach mal wahllos ein paar Steps, alle auf einer Note, lasse das Ganze mal losrattern. So, und jetzt kommt wieder unser neues Editing im Pattern-Modus zum Einsatz. Das heißt, jetzt kann ich hier klassisch wie mit einem Step-Sequencer arbeiten, einzelne Events nehmen und anfangen mir hier Note für Note im Trial-and-Error-Verfahren wie mit einem alten Analog-Sequencer was zusammenzubasteln. Und beim Sample-Editing gibt es ein paar Geschichten, die sich geändert haben. Zunächst mal gibt es eine Erkennung für Nulldurchgänge. Das ist für alle spannend, die halt Samples slicen, also auseinanderschnipseln bei Beats und Probleme haben, dass es einfach knackt am Ende von einem Slice. Das wird jetzt immer auf einen sogenannten Nulldurchgang eingerastert und ihr habt einfach keine Probleme mehr mit Knacken. Das größte Highlight für mich sind die neuen Drum-Synthesizer. Das sind insgesamt 5 Stück, einer für Kick, einer für Snare, einer für Hi-Hat, einer für Tom und einer für Percussion. Ja, würde sagen, wir basteln als erstes mal ein Beat mit den neuen Drum-Synthes, damit ihr da einen Eindruck bekommt, wie die klingen. Das ist mein Drum-Synthi für die Bassdrum. Da ist er. Das ist ein wirklich cooler Mix aus A, Sampling und B, Modeling und das beides kombiniert. Das sind jetzt nicht nur einfach Samples, die da abgespielt werden, sondern ich kann alle Parameter wie bei einem Synthesizer steuern. Und ja, jetzt würde ich einfach mal am Sound schrauben, damit ihr eine Idee bekommt. Jeder Drum-Synthi hat verschiedene Engines und da es kein Sample ist, kann ich jetzt hier munter dann drehen. So, ich gehe mal auf den zweiten Sound. Das ist der Drum-Synthi für die Snare. Bei der Snare gibt es auch verschiedene Engines. Wir hatten jetzt gerade bei der Kick nur die erste Engine gehört, die Sub. Schalte ich auch gleich nochmal um. Hier haben wir die Volt-Engine, die ist auch wieder ein bisschen klassisch 808, 606 angehaucht. Kann ich hier dann drehen. Ich gehe mal durch eine andere Engine, Bit-Engine, das sind so Bit-Crusher-Sounds und Circuit-Bending-Sounds. So, mein Favorite war jetzt gerade hier, ich glaube, die finde ich ganz gut. Jetzt haben wir schon mal 3 Sounds aufgenommen, die Hi-Hat ist ein bisschen laut. Schauen wir uns nochmal den Mixer an. Ich gehe in die Gruppe rein,
und würde sagen, jetzt schrauben wir noch mal ein bisschen am Hi-Hat-Sound rum. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, kommt vorbei und probiert die Maschine aus. Dann bis demnächst im Soundland.